in der Mädchen-WG. 5 Mädchen, eine Villa, keine Eltern. Beim Aufwachen im Dreibettzimmer fehlt jemand. Ist Alina etwa schon aufgestanden? Wir waren mal 3. Fili, Alina ist weg. Ich war heute Nacht schon aufgefallen. Ich guck da mal an. Guten Morgen. Morgen. Aha. Ja? Ey, wer hat uns die Alina geklaut? Ja, sie ist dann gestern Abend noch vorbeigekommen. Weißt du, ich hatte einfach Angst, dass er nicht... Weil gestern Abend, es war total spät. Und ich hatte einfach Angst, dass wenn ich ins Zimmer komme, dass ich euch wecke. Ey. Und dann dachte ich mir, ja, so ein gemütliches Bett, das schaffe ich hier. Aber heute Nacht schlafe ich wieder bei uns im Zimmer. Dann schlafe ich heute Nacht hier. Für Hilla gehört zur Morgenroutine nicht nur das Zähneputzen, sondern auch das tägliche Joggen. Dabei wollten die anderen Mädchen auch irgendwann mal mitmachen. Ja, und heute ist irgendwann. Dann gehe ich vor, was zu essen. Ja, du kannst. Du, ich mach dir vor ein Brot, Mann. Jetzt komm. Kein Brot, ein Toast. Ey, ja, okay, komm. Ich stehe jetzt schon auf. Ja, ich stehe jetzt auf. Komm. Und du kommst auch noch mal mit. Das hast du mir gut. Ja, ich komm auch noch mal mit. Aber und Feli, du kommst auch noch mal mit. Ja. Ja, komm mit. Dein Toast ist nämlich schon fertig. Ja, ich will auch noch. Ja, okay, komm, Tim. Ja, okay, mach dir selbst was. Ich hab keinen Bock auf Joggen. Ich auch nicht. Ja, also erstens muss ich mich, wenn er schminken. Und zweitens, ich weiß nicht, ob ich mitkommen kann, weil ich habe keine passende Schuhe. Ich habe nur meine blauen und die passen nicht zu meiner Hose und auch nicht zu meiner Jacke. Also nur, wenn ich eine andere Hose anziehen würde. Und die anderen sind nass, weil die einfach im Regen standen. Das ist so krank, ey. Das juckt doch jetzt niemand, ob du beim Joggen, weißt du, eine blaue Schuhe und blaue Hosen trägst, Mann. Ich trage aber noch Hosen und blaue Schuhe. Du hast sie doch auch blau, weißt du? Wenn sie so wichtig ist, dann trage ich den blauen, dann hast du blau, blau, braun, Mann. Aber es passt nicht. Wow. Natürlich passt es, dann ist es doch blau, blau. Okay. Und du siehst auch so gut aus, du brauchst sie nicht schminken. Ich schmink mich ja. Okay. Sie will ja immer überall gut aussehen, also habe ich mich schon dran gewöhnt, dass sie immer eine halbe Stunde länger braucht. Also ich fühle mich auch ohne jetzt voll unwohl und deswegen schminke ich mich halt nach dem Sport nochmal, weil ich davor duschen gehe. Aber das ist mir halt trotzdem voll wichtig. Feli macht sich also fürs Laufen schick. Hilla trifft unten auf ein ganz anderes Problem. Ich habe irgendwie, es stinkt hier so und dann habe ich gewusst, was kann das denn sein? Und zieh das doch mal an und unten läuft das, was ist hier? Keine Ahnung. Wie, was ist da drin? Reste von Muffin, Lauch, aber wir hatten doch gar keinen Lauch. Doch. Doch. Ja, doch einmal. Oh, scheiße. Das war so eklig, weil alles hat irgendwie angefangen zu stinken und dann denkt man ja auch, man stinkt selber irgendwie nach diesem Zeug und das ging echt gar nicht. Jetzt mach das mal die Scheiße hier weg, da kann man noch nicht essen, da übergibt man sich für. Heb du das mal hoch und pack's hier rein. Warte. Oh, dass es euch gar nicht stört, dieser Gestank. Ich halte und du packst das rein. Hilla? Ich pack's da nicht rein, nö, ich fass das Ding nicht ja, an. Ich auch nicht. Okay, dann bleibt es so. Gehen jetzt schon und gucken dann, ob das wieder weg ist. Das können wir nicht machen. Ja, dann nimm das in die Hand. Lass fallen. Du kannst es wegmachen, ne? Boah. Du kannst es nicht da stehen lassen. Ja, wenn wir dann schon gehen, laufen wir eh am Müll vorbei. Ist das Spülmittel? Ja, keine Ahnung, was das ist. Ja, okay, das reicht, Mann. Aber ich will, dass der Gestank weggeht. Nee, Alina, komm mal kurz runter. Was ist los? Wieso stinkt hier so? Da lag so eine Gammeltüte die ganze Zeit über und da war schon so eine braune Soße. Gar nicht, hat die doch, die ja. Da, die ist da. Wo ist die? Bitte. Oh. Oh, das ist eklig. Ja. Oh, das ist eklig.
Der Toast war ein bisschen so die Erlösung praktisch, weil der hat so gut geschmeckt und gut gerochen. Und dann gehör ich so die ganze Zeit an dem Toast gerochen. Ah, Scheiße! Ja, lass mich das. Nee, ich kann das. Ja, dann drückst du auch richtig fest. Nein, du musst auf das Ding da. Warte mal, kann man geführt. Kommst du hier runter, Mann? Ey, könnt ihr das wegwischen? Glasreiniger. Ist mir doch egal, ey, das stinkt. Oh, jetzt riecht's gut. Okay, wollen wir jetzt joggen gehen? Oh Mann, ich habe immer noch keine Lust. Am Ende wird's dir besser gehen, ich schwör's dir. Die Tüte. Oh ja. Fahr hier rein. Boah. Okay, dann fangen wir an, wir gehen rechts rum. Fängt man gleich an zu joggen? Natürlich, Mann, was willst du sagen? Ich dachte, man macht eine Übung. Sag Bescheid, wenn irgendwas zu schnell geht oder zu langsam. Ja. Ich kann nicht mehr, ich hasse Joggen. Okay, jetzt lauf ein bisschen langsamer. Ey, du bist nicht so schnell. Was? Mein Schnürsenkel ist offen. Ich jogge nie wieder mit euch. Nie wieder. Ich bin so ein sportvoller Mensch, ey. Puh. Komm, lass weiterlaufen. Sollen die anderen mal rennen? May und Alina machen sich einen gemütlichen Vormittag in der Villa. Die anderen denken bestimmt, wir werden jetzt so total die Faulen, weil wir hier geblieben sind. Aber ich habe einen Grund. Der wäre? Ich möchte nicht abnehmen. Ist ja irgendwie ein Grund oder so. Boah, ey. Ich habe auch einen Grund, keine Lust. Alles okay? Okay, jetzt. Ich musste da drauf drücken und dann musste ich. Ich musste es ja richtig festhalten. Okay. Meine Hände sind etwas empfindlich. Also du würdest dich besser fühlen, wenn du dicker wärst? Also nicht, dass ich. Ich würde mich nicht mehr wohlfühlen, wenn ich übergewichtig wäre, aber wenn ich noch. Also so jetzt. Sagen wir mal, so noch so 5 oder 6, 7 Kilo zunehmen würde. Ich messe dich jetzt. Okay, wollen wir weitermachen? Ich kann nicht. Was tut denn weh? Ich hab zu wenig Atem. Atem. Mein Herz schlägt voll schnell. Dauert es noch lange bis nach Hause? Nö, ich glaube, wir laufen noch eine Runde, oder? Noch eine Runde? Ja, die Runde zu Ende. Da rein jetzt, oder wie? Ja, wollen wir die Kleinen nehmen? Ja, ich will nach Hause. Ich finde das echt cool von dir, dass du das jetzt machst. Ich finde das total krank, ey. Warum? Ja, aber generell, das ist voll anstrengend. Komm. Warte. Steh auf. Stehen ist immer besser, wenn du so Armprobleme hast. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Keine Lust mehr. Warum, wenn ich nicht mehr kann? So kurz ist die Strecke bei uns nicht mal beim Einlaufen, denn wir sind hier jetzt, glaube ich, nicht mal 800 Meter gelaufen irgendwie. Das war vielleicht nicht lang, aber ich hasse das. Ich kann nicht so eine große Runde laufen. Für mich war das voll die große Runde. Mir ist voll schlecht und ich habe keine Lust mehr. Siehst du viele Pferde? Jetzt sind wir schon im Wald. Ich hasse Joggen. Mit der Ruhe ist es mittlerweile bei May und Alina vorbei. Die beiden Sportmuffel kümmern sich um die Hühner. Runter. Runter. Lass die Tür offen, dann kann ich das andere Huhn reinscheuchen. Ach, da ist noch ein Huhn. Ja. Nein. Ja, rein. Ja, rein. Komm her. Geh rein. Sehr gut. Das ging schnell. Wollen wir vielleicht einen Eimer drinnen lassen zum Brüten? Vielleicht bekommen wir dann Küken. Wir haben noch nicht mal einen Hahn, Schatz. Ach, scheiße, stimmt. Ja. Hab ich vergessen. Und was passiert hier gerade? Nichts.
Unglaublich, aber wahr. Zum ersten Mal in ihrer WG-Zeit ist es den Mädchen langweilig. Okay, also, was machen wir? Masken. Masken und Maniküre. Okay, dafür wäre ich. Ja. Ich auch. Kennt ihr jemand überhaupt Masken oder so? Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich weiß, wie das geht. Also auf jeden Fall Quark und Honig. Und dann kann man ja so Früchte oder so auch. Man kann auch, Dings, ich habe letztens im Internet gesehen, dass du auch ein Ei nehmen kannst. Ein Ei? Mhm. Dass du das Eiweiß in dein Gesicht klatschen musst und so lange, bis du dein Gesicht dann nicht mehr bewegen kannst. Und danach kommt das Eigelb. Hey, ja. Wir haben einfach irgendwie alles, was in der Küche rumlag, da reingeschmissen, was mich ein bisschen an das Essen der Hühner erinnert hat. Boah! I. Was? Stinkt. Wollen wir anfangen? Ja. Jeder seine eigene, ja? Okay. Da wäre ich voll dafür. Oh, wenn ich krieg dann auch noch mehr Pickel. Lecker, ich hab's jetzt schon angegeben. Ich glaube, die beste ist die May. Ja, meine ist ja auch nur Ei. Im Gegensatz zu euren Masken. Ich glaube, Gurken machen deine Falten weg, aber. Die spenden Feuchtigkeit. Aber so viele Falten haben wir gar nicht. Egal jetzt. Mein ganzes Gesicht juckt. Meinst du nicht? Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen. Ach. Jetzt mach ich das gleich runter, mein ganzes Gesicht ist rot. Mein Bruder ist auch voll eitel. Mein Bruder macht auch so Gesichtsmasken manchmal und achtet voll auf sein Aussehen. Echt? Mein Bruder gar nicht. Ich habe keinen Bruder. Mein Bruder. Aber ich glaube nicht, dass sich jetzt 5 Jungs hier hinlegen würden und mit Masken und Gurken auf den Augen. Nee, nicht wirklich. Mädchen treffen sich ja auch manchmal so dafür. Ja, lass mal Beauty-Tag machen. Wenn Jungs das machen würden. Jungs machen das bestimmt heimlich. meine Augen werden vom Gurkenwasser überschwemmt. Ja, wenn du deine Finger da reinpresst und so, dass es das Gurkenwasser rausdrückt, dann. Ja, das macht aber Spaß. Das ist voll weh in den Augen. Ich glaube, ich mach meine mal ab. Ich guck mich jetzt mal im Spiegel an. Ich sehe wahrscheinlich. Auch yay, ich sehe so anders aus. Ich sehe aus wie ein Monster. Okay, ich muss das jetzt ganz dringend abwaschen. Was? Guck mal! Meine Stirn an! Okay. Ey, jetzt habe ich noch mal Pickel bekommen. Heftig. Oh, peinlich. Das war voll schlimm. Das hat diese Gesichtsmaske hat alles versaut irgendwie. Und jetzt sieht man alles so doll, ne? Aber jetzt nicht so doll hingucken, bitte. War für nichts mit der Maske, ne? Die sprießen jetzt alle, aber vielleicht sprießen die jetzt, weil die danach weg sind dann, weißt du? Die wollen jetzt genau, verschwinden. Das ist logisch. Ey, mach mir jetzt mal Hoffnung, Mann. Ich habe mich nicht getraut, das irgendwie mein ganzes Gesicht damit einzuschmieren. Ich habe dann nur die Backen und hier ein bisschen so, weil ich meine Maske dann doch nicht so vertraut habe. Und ich glaube auch irgendwie, ich habe jetzt noch einen mehr auf der Nase. Deshalb mache ich das irgendwie jetzt nie wieder. Mädels, wir haben Brief. Einmal in der Woche gibt es für die Mädchen ein besonderes Event. Welches erfahren sie durch die WG-Post? Liebe WG-Bewohnerinnen, es wartet eine tolle Überraschung auf euch. Ihr unternehmt eine Kanutour. Kanutour auf der Wupper. Wie geil. Viel Spaß. Ey, geil. Ey, wie geil. Habt ihr das alles schon mal gemacht? Ja, eine Alster. Hä, und welche Dinger sind das? Macht man da? Das ist Kajak, ne? Kajak? Und dieses, wo du drinnen sitzt und dann immer so fährst. Ach so. Schluss mit dem Spekulieren. Einfach ausprobieren. Wir begrüßen euch ganz herzlich hier zu eurer Kanutour. Wir haben ein buntes Programm für euch vorbereitet und hoffen, dass hier jeder auf seine Kosten kommt. Das hier ist keine normale Kanutour. Es geht um diesen Schatz. Den bekommen sie nur, wenn sie beim Paddeln 3 Aufgaben erfüllen. Die Aufgaben stecken in den Kapseln, die sie mit in ihre Boote nehmen und nach beim Schippern öffnen dürfen. Na dann... Schiff ahoi! Und eins! Und eins! Yay! Yeah. Ich lenk grad ein bisschen, ja? Was? Das ist hart und blitzend!
Entschuldigung. Ich habe richtig Angst vor dem Kentern. Ich will überhaupt nicht kentern. Und wenn die Mädchen meinen, irgendwie Scheiße im Boot machen zu müssen, so dass wir kentern, dann gibt's Ärger. Wir werden ganz sicher nicht kentern. Also May und ich, wir halten das Boot hier ganz schön gerade. Das schaffen wir ja schon. Und weil ich vor allen Dingen jetzt Steuerfrau bin, habe ich jetzt ein bisschen mehr Verantwortung und habe ein bisschen Schiss. Feli, du lenkst nicht. Mach du mal kräftig. Du lenkst Kacke. Bleib mal jetzt gerade, ihr müsst gleichzeitig fahren. Ja, aber Feli, du musst ja auch lenken. Ja, mach ich doch. Nein, 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 nein. Oh, wenn ihr zu schnell seid, dann kann ich auch nicht rein. Ja. Aber wenn ihr immer mich anmeckert, dann kriege ich das auch nicht hin. Ja, jetzt seid ihr wieder schuld. Ich kann's nicht und ihr meckert mich an. Kanufahren ist schon anstrengend, besonders wenn du gegen die Wellen und die Strömungen ankommen musst. Wir haben kein Gebüsch ausgelassen. Wir sind in jedes Gebüsch, das wir irgendwie gefunden haben, sind wir halt einfach reingefahren. Ob wir wollten oder nicht. Ey, Scheiße, Mann, Scheiße! Feli! Ey, leg doch, das ist voll schwer in die Richtung. Ich mach jetzt rückwärts. Warte. Komm, fahr jetzt rückwärts. So ist cool. Auch wenn die fünf noch nicht wirklich weit gekommen sind, wird es Zeit für die erste Aufgabe. Und zwar der Kanuwechsel. Die hier zu absolvierende Herausforderung besteht darin, die Boote zu tauschen. Dafür muss die Hälfte aller Teilnehmer, Kanufahrer, nach dem Wechsel in einem anderen Boot sitzen als zuvor. Wow! Halt, ey, das geht. Mach. Komm, keine Ahnung. Beeil dich. Okay. Okay. Das war noch recht einfach. Also gleich weiter mit Aufgabe 2. Dafür müssen sie ans Ufer fahren. Dort sollen sie einen Stein so werfen, dass er viermal auf der Wasseroberfläche aufspringt. Ich habe keine Ahnung, was für Steine. Ey, wenn das nicht klappt, hier, nimm den. Warte. Ey, wir schaffen die Aufgabe nie. Hat's geschafft. Wieder rein in die Boote. Bis zur dritten Aufgabe müssen die Mädchen noch ein bisschen Strecke zurücklegen. Und dann passiert das, was alle unbedingt vermeiden wollten. Ist eigentlich ganz lustig. Erstmal konnte ich das so gar nicht realisieren, dass ich da wirklich im Wasser lieg. Und dann habe ich nur noch gelacht. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr vor Lachen. Zum Glück ist es warm. Immer noch klitschnass holen die drei Feli und May endlich ein. Steuerfrau Feli hat den Bogen irgendwann raus. Und May und sie sind längst am Ort der letzten Aufgabe. Okay, Kapitel 3. Ich hab sie. Okay. Und wie macht man die auf? Ihre Aufgabe liegt nun darin, eine Person von der nachfolgenden Brücke in ein Boot abzuseilen. Wer will abseilen? Einer, der muss abseilen und mehr nicht. Ja. Willst du das noch erstmal behalten? Ja, okay, ich kann's machen. Du bist die Mutige. Auf jeden Fall. Ich beneide sie schon so ein bisschen dafür, dass sie so tough ist und dass sie alles so locker hinbekommt und so. Villa, hau rein! Go, Villa! Go, Villa! Go, Villa! Bisschen mehr Elan! Damit Hilla nicht gegen die Brücke knallt, muss sie sich jetzt kopfüber nach hinten legen. Also ich hatte
als ich oben stand, keinen Schiss, da wir ja auch schon geklettert sind. Und das ist ja so ein bisschen so ähnlich mit dem Abseilen. Ich hätte mich das, glaube ich, selber nicht getraut. Und deswegen habe ich echt Respekt davor, weil sie macht immer alles einfach so. Und ich bin da mal ganz anders. Die Mädchen haben alle drei Aufgaben gelöst. Als Belohnung wartet nun der Schatz auf die fünf. Also ich würde uns nicht unbedingt als Kanu-Götterinnen bezeichnen, aber als Möchtegern-Kanu-Götterinnen. Zurück in der Villa wollen sich die Mädchen auf Japanisch stärken und selber Sushi zubereiten. Mei kennt das Rezept. Lass mal lieber. Das ist typisch Hilla. Okay, wir gucken zu und ja, ich kann das sowieso nicht. Und lerne. Ihr könnt schon mal Gurke schneiden, aber ihr schneidet die erstmal in der Hälfte, okay? Ja. Und diese Innereien, die löffelt ihr aus. Das sollten wir rauslöffeln, ne? Mhm. Das kann ich doch. Also ich finde es auch irgendwie mal interessant, irgendwie andere Kulturen so kennenzulernen, weil man kennt ja immer nur eigentlich so seine eigene und so, weißt du? Ja, das stimmt. Mhm. Zum Beispiel Chinesen oder so essen ja ganz andere Sachen als wir. Ja, zum Glück. Ja, und dann denkt man immer so, und so, aber die finden das ganz normal. Die denken dann vielleicht über uns. Warum essen wir Kühe? Ja, oder warum essen wir Bratwurst oder so? Bratwurst. Ja. Also, aber guck mal, ihr so, da hinten seid ihr wie ich, so halb-halb, ne? Ja, irgendwie schon, ne? Fühlt ihr euch irgendwie mehr deutsch oder mehr? Also, ich fühle mich irgendwie mehr deutsch. Ich mich auch. Ja. Weil ich einfach hier geboren wurde und es nicht anders kenne. Das ist bei mir auch so, weil wir sprechen zu Hause nur deutsch. Ja, aber bei mir ist es auch, ich habe fast nur deutsche Freunde oder so. Oder keine Freunde jetzt, die aus dem gleichen Land kommen wie ich. Ja, ich habe auch nur deutsche Freunde, nur pur deutsche Freunde. Habt ihr eigentlich so nur eine Kultur, so die deutsche oder jetzt auch die, wo ihr herkommt? Ja, also eher die deutsche. Ja, also es ist bei mir auch also hauptsächlich die deutsche, aber es gibt schon so ein bisschen Momente, wo ich schon so afghanisch bin, weil wir essen ja auch so ein bisschen. Also mein Vater kocht manchmal afghanisch und meine Mutter kocht nur deutsch. Und deshalb ist es immer so Hälfte, Hälfte, weißt du? Bei mir ist es so, weil ich wurde ja jetzt in Deutschland geboren, obwohl ich eigentlich mehr Vietnamesin bin. Aber einfach, weil ich hier geboren wurde, nur mit Deutschen sozusagen Verbindungen hatte, so fühle ich mich wie eine Deutsche, nur ich sehe ganz anders aus. Also ich finde das schon cool, dass Hilla, May und Feli woanders herkommen. Und das bereichert uns hier auch, weil May weiß dann zum Beispiel, wie man richtig Sushi macht. Und sowas ist einfach gut für die WG. Oh Mann, der Reis ist schon viel zu brüchig. Jetzt will es keiner mehr. Ich glaube, ich brauche morgen nichts mehr zu essen. Ich habe noch genug Vorrat in meiner Zahnspange für morgen. Okay, cool. Es hat echt super geschmeckt und es war so, glaube ich, das Beste, was ich bisher gegessen habe hier. Und komm, wir gehen jetzt alle hoch, okay? Ja. Ja, lasst am besten alle stehen und liegen und geht hoch. Komm, okay, auf geht's. Das machen wir übermorgen, oder? Also. Ab in die Haie! Ein abenteuerlicher Tag geht zu Ende. Hilla und May üben noch Fremdsprachen, bis ihnen die Augen zufallen. Sag mal, Sushi. Sushi ist lecker. Soll ich das auf Vietnamesisch sagen? Ja, sag mal. Metat Sushi. Metat Sushi. Sag du mal, ich liebe dich. M-I-O-N. M-I-O-N. So ähnlich, komm, lass mich schlafen. Okay, okay. Spabachar. Was heißt es? Gute Nacht. Warte, Eier. Ja. Geil.